einer Kiste, die wir nur zu gerne aufmachen. Obendrauf steht dumm. Und da kommt immer wieder was raus, ja? Und zum Beispiel eine neue, sehr sportliche Ausgabe aushalten. Ist das so? Ja. Muss ich jetzt eine rauchen eigentlich, weil ich gerade gehustet habe? Das hättest du gemusst beim Aushalten. Er musste es tatsächlich, was dabei tatsächlich rausgekommen ist, das könnt ihr euch hier anschauen. Bitte sehr. Entschuldigung. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Episode unseres Spiels Aushalten. Im Moment bin ich noch Weltmeister, aber den Titel könnte ich heute durchaus verlieren, denn in dieser Rubrik habe ich wirklich keinen Plan. Ganz genau. Wir werden heute schauen, wer am meisten und am längsten rauchen kann. Ja? Alles, was man zwischen zwei Blätter Papier stecken kann, wird weggequallen von uns heute. Also, herzlich willkommen zu einem Rudi Carrell Gedächtnis Aushalten. Die Regeln sind denkbar einfach, ja. Wir rauchen und rauchen und rauchen und rauchen. Wer als Erster nicht mehr rauchen kann, der hat halt verloren. Und, ja, wir verschärfen die Regeln noch ein bisschen, indem wir uns jetzt aus dem kühlen Nass ins Trockene begeben. Und zwar dieses riesige Automobil. Da wollen wir mal. Da werden wir in unserem kleinen Salon. Damit es fair bleibt, haben wir uns diese Sache hier ausgedacht. Ja. Das ist so eine Art Scheibe, die man vielleicht vom Twister spielen kennt. Und da sind alle unsere Rauchwaren drauf verzeichnet. Alles, was wir so eingekauft haben. Wir haben auch einen Joker hier. Das heißt, wenn man den trifft, darf man sich ein Utensil zur Hilfe nehmen, die wir uns vorher zusammengestellt haben. Die dienen etwa dazu, länger durchzuhalten oder aber den anderen aus dem Auto rauszutreiben. Gedreht werden muss an dieser Scheibe immer, wenn man hustet. Ja? Wird ja das eine oder andere Mal vorkommen. So bleibt's fair. Ja? Und ganz wichtig ist, wer als Erster das Auto verlässt... Entschuldigung, ich hab Husten. Ich bin mal froh, dass wir noch nicht angefangen haben. Ja. Wer als Erster das Auto verlässt, der hat verloren. Ich hab grad Kringel gemacht! Alter, ich hab noch nie Kringel gemacht. Hast du denn mal geraucht in deinem Leben? Ja, tatsächlich. Von 16 bis 16,5. Ich hatte den Deal zu Hause, wenn ich nicht trinke und rauche bis 18, kriege ich einen Führerschein bezahlt. Ja. Hab ich dann letztendlich selbst bezahlt. I left alone. My mind was blank. I need a time to think, get the memories from my mind. What did I see? Can I believe? Trinke und rauche. Not just fancy, just what I saw. Ah. Boah, ich find's grad so eklig. Boah, der Geruch ist wie ein... Aus, na? wenn da mal nicht einer drehen muss. Ladies and Gentlemen. Ah, fuck! 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 Ja, einen schönen Eimer. Ich freue mich drauf. Ich liebe Feuerplanfunk. Ja. Aber wir müssen das jetzt ein bisschen vorbereiten, glaube ich, tatsächlich. Aber das ist jetzt einfach so nicht getan mit Eimerrauchen hier. Ja, und bis dahin seht ihr eine Maus. Bis gleich. So, jetzt. So, Rache rotze ich wieder rein, falls du auch gleich ran musst. Warum macht man das? Was ist das für ein Scheiß? Wer hat denn das erfunden? Welcher Vollidiot raucht denn so? Ja, das hat er doch nicht mit verhalten, Tabak. Du musst jetzt wieder drehen. Wie war's denn für dich? Leck mich. Oh, Shisha. Das gibt's doch nicht, oder? Warum meine kleine Wasserpfeife mit der Scheibe? Joko, bitte.
nee, ich lasse mir das nicht anmerken. Weil das ist ja auch ein bisschen eine Taktik, das Spiel. Hast du eigentlich gerade schon wieder gehustet, sag mal? Wieso kriegst du denn den Joker? Das gibt's nicht. So, was haben wir denn noch Schönes in der Zaubertüte? Bitte mal merken, du willst jetzt nicht ernsthaft einen Rauchmelder hier anbringen. Ja, bei dir auf deiner Seite. Ne? Mhm. Scheiße. Oh, Glas, bitte! Das ist ganz schön laut. Ja, ich hab eh schon Tinnitus auf beiden Seiten. Moritz, mach das Ding weg. Das ist so ein Eigentor, ehrlich, ganz im Ernst. Was soll das? Ja, hier ist Rauch drin. Wie kann man denn einen Rauchmelder hier reinholen? Das muss doch auch gehen. Ach, Mann, ey. Er muss ihn vielleicht rausbringen? Ja, ich hab verstanden, ich soll ihn rausbringen. Ja, geh doch raus. Ja, nee, dann piepst. Mich nervt er nicht. Ich komme damit klar. Ja gut, aber die gehen jetzt auf jeden Fall. Ne? Das heißt, das ist gut. Also für einen Ernstfall kann man die auf jeden Fall gebrauchen. Ne? Ja, wenn man was isst, ne? Ach ey, ja, wie hohl ist das denn, dass man einen Rauchmelder hier drin anmacht? Ich wusste halt, dass dich das nervt. Ich dachte, du bringst einen raus. Ich wusste nicht, dass du so Batterien... Das ist echt so dämlich. Und die gehen gut, ne? Diese Rauchmelder. Die sind super. Ich wusste, dass der Winterscheiben die Dose. Du hast gehustet. Ich hab zwei Zigarren. Nein, hast du gerade gehustet? Nee, das war kein Hust. Du hast gehustet. Scheiße! Du hättest im Grunde Boden rauchen. Ja, ist mir doch scheißegal. Wenn du das erzählst, dann... Brenn! Ich hab's Gefühl, es kann noch lange dauern heute. Listening to Buck Owens. Tatsächlich, ich muss dazu sagen, bevor wir jetzt diesen zweiten Teil sehen, ich will das nicht so unkommentiert einfach in die Röhre schicken, sondern sagen, wir sind beide Nichtraucher, das war so widerlich. Ich glaube, selbst wenn wir Raucher gewesen wären, nach diesem Tag, oder? Es wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen. Also ich kann euch auch ehrlich sagen, mir war speiübel nach diesem Tag. Ja, und übrigens, das kann ich vielleicht nochmal sagen, er hat nachts gekotzt und zwar 2 Stunden. Das wollte ich jetzt nicht erzählen, weil ich mir sicher war, dass du dann sagst, Mann, das interessiert doch keinen Schwein. Doch, sowas. Ich habe nachts gekotzt, 3 Stunden lang nach diesem Dreh. Bitte nie rauchen, aber dennoch hier der zweite Teil von unserem Aushalten mit Rauchen. When there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Boah, Alter. Jojo, Bo. Ja, dann drehen wir schön, ne? Eine Pfeife. Ein Pfeifchen, da lacht der Wahnsinn in ihm. Ein schönes Pfeifchen zu Entspannung. Wollen wir eine Friedenspfeife rauchen? Ja, oder eine Hasspfeife. Meine Augen, ich kann kaum noch gucken. Na, du sollst doch nicht mit den Augen, du musst dir den Mund stecken hier. Oh, ey, wir drehen die Augen. Ich mach meine gar nicht mehr auf, wir drehen die auch nicht. Du hast echt das Gefühl, du bist einmal mit der Zunge quer durch den Aschenbecher. Ja. Man muss halt wissen, wie man seine Schäfchen macht, ne? Dann ist man noch ein guter Schäfer. Ein Joker. Ey, so viel Glück kann man doch gar nicht haben. So, das jetzt, Ding ist doch getürkt. Das ist doch hier irgendwie... Hey, hör mal zu. Jetzt setze ich nämlich zu meiner nächsten Strategie an. Eine Welt, die dir unzugänglich ist, ist ja die der psychologischen Kriegsführung. Da kommst du halt einfach nicht hin. Ne? Weil ich es nicht nötig habe. Ja. So, und jetzt habe ich mir ein Buch gekauft. Ja, das heißt LNK, endlich Nichtraucher. Und da werde ich dir jetzt mal drauf vorlesen, damit du auch mal merkst, was du eigentlich deinem Körper hier die ganze Zeit antust und vielleicht mal zur Besinnung kommst und aus diesem scheiß Auto aussteigst. Ach klar, ganz im Ernst. Ich wusste, dass mein Husten und meine verstopften Bronchien vom Rauchen kamen, aber meine Antriebsschwäche führte ich auf mein zunehmendes Alter zurück. Das ist für dich auch interessant, ne? Weil du gehst stark auf die 40. What?
Du hast weder einen Joker noch irgendwas. Ja, aber das muss ich mir doch jetzt nicht anhören. Jetzt hör doch mal. Was habe ich denn davon? Ich hatte Mühe, morgens aufzustehen und schlief jeden Abend vor dem Fernseher ein. Das ist genau mit dir. Und jetzt auch noch rauchen. Ne? Es ist so großartig, wieder Kraft zu spüren, die guten Zeiten genießen zu können und gerüstet zu sein, um mit dem Schlechten fertig zu werden. Du hast doch mal nicht gehustet. Das ist scheißegal. Naja, rauch du mal, ne? Da die raus jetzt auf mein Freundchen. So, dann dreh doch mal. Yeah! Das ist ja schon so, so vollgequalmt hier, dass du immer mit den Qualmen siehst, den ausatmen. Ich muss gleich zu dir gucken, ey. Ich weiß, wie dein Scheißgesicht aussieht gerade. Komm. Alter, du, das war so klar. Nikotin-Kaugummi. Ja, damit ihr das Rauchen abgewöhnt. Weil es rauscht mir ein bisschen viel heute. Mein Mann hat auch gewusst, ne? Du bist echt ein blödes Arschloch, ne? Du musst gar nichts machen. Da hinten sitzt du mit deiner schwulen Kamera und stiftest hier die Leute an, ne? Das ist auch ein bisschen benebelt, ne? Ja, jetzt geil. Bitte, lass mal. Sei mal ruhig, bitte. Oh, die geht ganz schlecht Luft. Oh nein! Hast du gehustet, wa? Ja, dann würde ich mal sagen, eine kleine Runde drehen, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Was ist das? Ich nehme mir den Naseninhalierstift für frische Luft. Oh, frischen Mentholgeruch in der Nase. Tja, mach doch. Wenn du wüsstest, wie angenehm das ist, ne? Oh, ist das schön. Ein Mentholstift. Sehr süß. Sag mal, super. Ja, ihr beiden, ne? Ihr seid echt siegvoll und Reue. Ist geil, ne? Ja. Macht was her. Mach ich was her. Auf dich habe ich so einen Hass heute, ne? So einen Hass auf dich. Oh. Du blöder Penner! Ja. Was fällt dir ein? Du hast meinen Rauchmelder auch kaputt gemacht. Jetzt ist gleich oder nicht? Kannst du ja noch nehmen, der geht auch noch hier. Ja, bitte nur hier, bitte nur hier. Der geht auch noch. Ja. Hört eh Gott. Nee, das glaube ich echt nicht, ne? Das ist so zum Kotzen. Ja, komm. Ja. Aber, wie ist es eigentlich mit deinen Ohren jetzt? Hörst du das noch? Das, also wegen, du hast ja den Tinnitus auf einer oder auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Beiden Seiten? Hm. Also bis eben, wo du den Feuermelder angemacht hast, hier war es okay. Ja, ich glaube, am heutigen Tag wird es beschissen sein. Was ist das denn? Du blöder Wichser. Wo ist das Ding? Mach das Ding aus. Mach das Ding aus. Mach das Ding aus. Mach das Ding aus. Jetzt mach das Ding aus. Wieso? Das ist ein Feuermelder. Hör auf zu rauchen. Mach mal. Oh, fuck! I'm a stranger to the way to your heart! Geh doch raus! Geh doch raus! Fuck, das geht gar nicht raus! Da bin ich wieder! So, es ist soweit, ja, meine Damen und Herren. Deutschland hat einen neuen Aushalt-Weltmeister. Und der ist. Gott, wie heißt der? Wie heißt, der? Wie heißt denn der Aushalt-Weltmeister? Klaas Häufer-Umlauf, ja, hat sich seinen Titel ehrlich und mit viel Disziplin zurückgearbeitet. Ich kann sagen, ich rauche gerne und schalte zurück ins Studio mit stolz geschwellter Lunge.